ganz herzlich zu den Jahren nehmen. Ich freue mich, dass Sie da sind und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen jetzt zu Hause und denkt sich, ich habe schon 200 Millionen Fragen eingeschickt, hoffentlich komme ich heute ran. Es wäre sehr schön. Es geht um 500 Euro. Ihr seid gut drauf, ihr seid gerüstet, ihr seid willig, ihr seid intelligent. Also fast. Zweistelliger Intelligenzquotient. In der Mitte ist ein Komma. Von wem redest du jetzt? Ich war lange nicht mehr hier. Ich weiß ja, auf welchem Niveau ihr gerade seid. Das ist schon das richtige Niveau. Das passt schon. Auf diesem. Yeah. Wir beginnen von vorne. Claudia Christoph wohnt in Alsfeld. Das liegt in Hessen und möchte wissen, was ist ein mobiles Loch? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass einige Bekannte von mir das sind. Aber es ist trotzdem... Es ist trotzdem, würde ich mal sagen, etwas, was man auf der Reeperbahn vielleicht findet. Es ist vielleicht eine käufliche Dame mit einem Wohnmobil. Es ist vielleicht was. Und die sowas wie Essen auf Rädern, nur eben. Was anderes, genau. Ja. Nee, nur anders. Ist klar. Ich weiß schon, warum ich so eine Frage immer zum Anfang stelle, damit es gleich richtig zur Sache geht. Damit gleich ich Niveau. Ich würde sagen, ein mobiles Loch ist eine Verlängerungsschnur. Wir haben das Steckdosenloch und eine Verlängerungsschnur ist verlängert definitiv ein mobiles Loch. Da sind doch aber zwei Löcher drin. Ja, mobile zwei Löcher. Ich rede aber von einem mobilen Loch. Einem mobilen Loch. Ein mobiles Loch. Wie? Astronomie, das schwarze Loch, also das mobile schwarze Loch, ist ein Wanderloch. Also ein Loch, das von Galaxie zu Galaxie auftaucht, um dieselbe in sich zu verschlucken. Sinkt das dabei? Wie bitte? Ja, das Wandern ist des Loches los. Genau. Das ist natürlich das berühmte Lied im All. Genau. Natürlich. Ja. Wie wäre es mit einer Sickergrube? Sehr hübsch. Schön. Oder überhaupt etwas, was der Bauarbeiter oder der Förster an sich anlegt? Und großräumig wird es ab und zu ausgegraben und woanders hingebracht. So. Warum denn? Ja, damit das nicht so stinkt an der Stelle die ganze Zeit. Nein, die haben nicht genug Platz. Und deshalb muss, also wenn man eine Leitung in einer Straße repariert, kann man ja nicht die ganze Straße aufreißen. Warum nicht? Weil es scheiße aussieht, Alter. So, und dann ist es so, dann macht man ein Loch auf und dann schüttet man immer von dem nächsten Loch die Sachen da rein. Und hat am Schluss, stelle ich gerade fest, das Problem, dass man den ersten Haufen 200 Meter bis zum Ende... Vielleicht kommt es ja aus dem Golfsport. Ich denke, es gibt immer mehr Leute, die Golf spielen. Sehr cool. Und dass man mittlerweile Löcher hat, die einem entgegenkommen. Ich meine, man weiß es ja von Leuten, die gerade anfangen mit dem Golfspielen. Ich finde, der Golftrainer sagt, nach dem Abschlag sollten sie nicht so nah am Ball stehen. So. Ne? Was heißt denn? Dann hat man jetzt Löcher, die einem entgegenkommen. Irgendwie unterirdisch läuft das. Nee, aber doch nicht was entgegenkommen bei den Golfern. Man sieht das doch in Filmen. Genau. Dass du nur noch Putten tust. In diesen Büros immer stehen, wo die reichen Leute, die Armen unterdrücken, arbeiten, Herr Balder. Herr Balder. Es kriegt die Antwort, ja. Ja! Das ist ein mobiles Loch. So. Sieht aus wie ein Aschenbecher. Und es sieht ja doch ziemlich wie eine Rosette aus. Also du warst Schläger. Ja nah dran. Kann man dann so hier, zack, kann man überall mitnehmen. Der geübte Golfspieler spielt überall in der Behörde. Ja. Bei der Bundeswehr. Ja. Und ich liebe ja Golf. Ne? Ich sage ja immer, jeder Sport, wo man zum Ball fährt, ist ja mein Sport. Ne? Immer wo man sagen kann, folgen Sie diesem Ball. Nee, aber fand ich sehr schön. Ja, das ist ein mobiles Loch. Claudia, es tut mir leid. Hätte ich nicht gedacht. Spielt von euch irgendeine Golf? Ah. Sehe ich so aus? Ich habe noch Sex. Würde ich sehr gut. Spielen Sie Golf? Sagt ihr auch lieber Tennis als ein Golfsack. Ne? Das ist das Niveau, als aller. Ich bin noch dabei, mich hier ein bisschen zu integrieren. Also es wird mir gelingen heute. Minigolf macht Spaß. Minigolf ist gut. Ja, da sind die Löcher auch kleiner. Wie kleiner als nein, beim Nein, das sind Bälle. Sind ja ganz unterschiedliche Löcher. Manchmal hat man ja sogar Netze, in die man fährt. Fangnetze. Ja. Wir kommen zu Volker Hahn. Er wohnt in Cuxhaven und es geht wieder einmal um unser Lieblingsthema, wie ich mittlerweile weiß. Ich glaube, es ist die dritte oder vierte Frage, die sich mit Helgoland beschäftigt. Helgoland-Frage! Und zwar von Volker Hahn. Er wohnt in Cuxhaven und er möchte wissen, warum steht am Strand von Helgoland eine Fußgängerampel?
Am Strand von Helgoland. Das hab ich mal gehört. Am Strand. Ah, natürlich. Von Helgoland. Helgoland sollte doch mal gesprengt werden. Und da haben die auf Rot geschaltet, damit da keiner draufläuft. Also man muss sich das vorstellen, Strand. Das heißt, es gibt dort Verkehr, der geregelt werden muss. Zwischen Fußgänger und Wanderdüne. Die wieder mit dem Wanderdüne. Mann, ja. Wanderdünen. Haben denn die Wanderdünen dann auch Ampeln? Laufen. Wanderdünen, laufen. Schnell. Drogen. Nein. Naja, es gibt ja auf Helgoland die lange Anna. Bitte wen? Und die lange Anna ist die berühmte Felsnadel aus Buntsandstein. Ja. Und die kippt ja irgendwann um, die ist einsturzgefährdet. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass für den Fall des Einsturzes der Passant gewarnt wird. Ja. Halte ich für Quatsch, wie soll die lange Anna vorher drücken? War ja auch nur so ein Ansatz meinerseits. Ich glaube, vielleicht ist dazwischen ein Durchgang, wo genau ein Menschenkörper hindurch passt. Und damit die sich nicht, wenn die sich entgegenkommen, auf so einem kleinen Weg irgendwie mit dieser immensen Geschwindigkeit, die Fußgänger auf Helgoland ja annehmen, gegeneinander stoßen und extremen Sachschaden verursachen, den wir alle nicht haben wollen, wird dieser Verkehr geregelt. Es gibt am Strand... Einfach ausreden lassen, nicht einfach. Nein, ich glaube, das ist ein Freizeitspaß und Spiel. Des Deutschen liebstes Spaß und Spielding ist doch an der Ampel stehen, links kein Auto, rechts kein Auto. Dann komme ich, sehe links kein Auto, rechts kein Auto, gehe über diese Ampel, dann schreit jemand, es ist rot! Ja? Und das haben die für die Rentner gemacht. Da stehen die mit so kleinen gelben Mützen, warten, dann komme ich, links keine Wanderdüne, rechts keine Wanderdüne, gehe durch und sage, es ist rot! Eine ganz entzückende Vorstellung. Ich meine, mich zu erinnern, dass da auch irgendwelche Touris so kleine Ausflüge, ich glaube, zu einer anderen Insel gemacht haben. Die Düne. Oder wo auch immer hin. Wattwandern, Hella. Wattwandern? Ja, das weiß man nicht. Wattwandern. Kann man da schwimmen? Also es hat doch bestimmt was mit dem... Ja, aber nur einmal. Wo steht sie denn, die Ampel? Herr Balder, Stichwort. Auf der Düne oder auf Helgoland? Am Strand. Ja, welchen? Ich rufe entfesselt in die Runde Bootsverkehr. Es hat was mit der Regelung von Bootsverkehr zu tun. Am Strand. Ja, natürlich, wo denn sonst? Im Boot Wasser. Am Strand. Im Wasser normalerweise. Das heißt, der Boote. Schwimmer darf nicht in die Nordsee gehen, weil dann Boote kommen. Es ist aber keine Schwimmampel, es ist eine Fußgängerampel. Ja, vielleicht ist das, damit die Kinder auf Helgoland. Oh. So, die kommen. Oh Gott. Oh. Es tut mir leid, dass ich diese Emotionen bei euch ausgelöst habe, aber die Kinder auf Helgoland, die sollen ja nicht... Das ist schön. Das finde ich total schön. Ist doch ganz nah dran. Ja. Ich rieche für diese Lösung. Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht drüber hinwegkomme. Also die Kinder von Helgoland, die sollen ja weder dumm noch früh sterben. Und deshalb müssen die lernen, wie eine Ampel funktioniert. Und nur am Strand ist Platz dafür. Und das ist richtig. Ja, finde ich auch sehr gut. Eine Lernampel, es ist eine Lernampel. Seine Lust, damit sogar der Dürfste lernt. Ja, da gibt es den ADAC-Verkehrsübungsplatz. Am Strand von Helgoland. Ja, der ist... Da ist nicht viel Platz. Der ist so groß wie hier der Raum in der Mitte. Ja. So, weil der nördlichste Verkehrsübungsplatz Deutschlands. Seine Lust zu gehorchen befriedigt der Deutschlandampeln. Ja. Falsch. Was gibt es denn sonst noch auf Helgoland? Hummer, wenn so ein Hummer jetzt an Land geht. Hummer von links. Das ist rot. Das ist ein roter Hummer. Dann... Da sind auch so Hummerzeichen in der Ampel. Ja. Grüner Pfeil für Hummer. So. Ebbe und Flut. Wenn es gibt einen bestimmten Strandbezirk, der ist bei Flut geflutet. Daher der Name Flut. Und wenn der rot ist, ist der geflutet und die Leute können da nicht rübergehen, weil die alten Rentner auf Helgoland sind blind und die ertrinken, bevor sie es merken. So, jetzt sage ich es euch. Bitte. Ja. Also, auf Helgoland dürfen zwar keine Autos fahren, aber kleine Flugzeuge landen. Ach so, auf der Düne. Da die Start- und Landebahn einen Fußgängerweg kreuzt, werden Spaziergänger auf dem Strand mittels einer Ampel vor einfliegenden Sportflugzeugen gewarnt. Neben der Ampel steht ein Schild mit der Aufschrift: Achtung, tieffliegende Flugzeuge. Das stimmt, das ist wahr. Volker, haben 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr gut. Ja.
dachte ich. Da muss schon mal einer gegengelaufen sein irgendwie. Ne? Hätten wir lösen können. Das letzte Mal dann fliege ich nach Helgoland. Noch ein bisschen. Ich will einen Betriebsausflug nach Helgoland machen. Ich will die ganze Scheiße sehen, die da hingestellt. Das machen wir mal. Jetzt stellen wir erstmal die Frage von Christian Neff. Christian Neff aus Altdorf in der Schweiz möchte wissen, warum gibt es in der Berner Altstadt rote, gelbe, grüne, weiße und schwarze Straßenschilder? Rote, gelbe, grüne. Rote, gelbe, grüne, weiße und schwarze Straßenschilder. Das sind doch die Farben im Wappen von Bern, oder? Was? Rot, weiß, Wappenfarben. Ja. Also der Bär, rot, Bär gelb, ist grün, weiß, schwarz. Der Bär ist schwarz. Dann gibt es noch eine rote Umrandung. Und das weiße Kreuz. Das ist Schweiz. Gelb. Ob die Straßen. Ampel, rot, gelb, grün und weiß, schwarze Zebrastreifen. Gut, wir sammeln noch Informationen. Also in Helgoland ist das ja so. Auf Helgoland ist das so. Ich finde das mit den Wappen gut. Vielleicht sind die Straßenfarben wirklich den Wappen nachsortiert. Das finde ich sehr lustig. Straßenschilder, nicht Straßen. Also die Straßen sind nicht aber die Schilder, wo die Namen der Straßen in der Berner Altstadt. Aber jetzt darf ich mal fragen, was ist daran jetzt so überraschend? Weil wir haben nur rot-weiße und blau-weiße Schilder und gelb-schwarze Schilder. Also was ist daran der Plot? Das sind alle Straßenschilder. Das sind die Schilder, wo die Straßennamen draufstehen. Genau. Ja. Ach so, na, das wird was mit dem Mittelalter zu tun haben. Die haben früher ihre Viertel aufgeteilt nach Zünften oder nach Berufen. Und die Farben haben noch was mit gewissen Handwerk zu tun. Nein. Immobilienpreise wie Monopoly. Also grün ist das teuerste. Super. Der Rieger wohnt jetzt in der roten Zone. Das ist teuer. Und die dürfen da auch nicht immer losgehen in Bern. Und nicht 4.000 Franken einziehen, oder? Oder 4.000 Kilo Käse? Nee, das geht nicht. Genau. Also wir hatten das ja mal bei Mainz, wo es rote und blaue Straßenschilder gibt, wobei die roten parallel und die weißen zum Rhein-Hinz. Vielleicht haben das auch so eine Bedeutung, dass es eine Richtung angibt. Zum Beispiel, es sind sehr viele Farben für vier Richtungen. Vergessen Sie das mit den Richtungen. Es ist im Prinzip eine Farbe mehr. Es ist die Mitte. Norden, Süden, Westen, Osten und Mitte. Ja, Mitte. Es sind fünf. Es sind fünf. Rot, Gelb, Grün, Weiß und Schwarz. Bern? Aber so gibt es in Bern gibt es doch diesen deutschen Bahnhof, der in Bern ist. Da gibt es auch so Enklaven in der Schweiz. Und das ist Basel. Da war das mit dem. Ja, die Leute denken, das wäre Bern. Das ist Quatsch. Danke. Mach doch mal weiter schnell. Bitte. Also was gibt es denn in Bern? Da gibt es so Bärengraben. Da werden Bären also in der Stadt gehalten. Dann gibt es die Aare. Das ist ein Fluss, der fließt da durch und der hat so eine ganz scharfe U-Form. Und ich frage mich, warum du nicht an einem schönen Ort Urlaub machst. Helgoland, Bern. Da gibt es ein großes Gaswerk, fällt mir noch ein. In Bern. Und ein Schokoladenfachgeschäft. Hast du die alle jetzt kommt ihr. Und eine Kirche. Ich war da mal, ja. Da gibt es auch vielleicht eine Kirche und den Bärenplatz. Ja, den gibt es. Hast du schon mal in Bern, Hans-Werner? Bitte? Warst du schon mal in Bern? Ich war in Bern, ich habe dort früher Straßenmusik gemacht. 1978. Ja, da musst du das doch wissen. Da musst du doch die Straßenschilder gesehen haben. Welche oder Straßenschilder? Er hat gerade eine Frage zu Straßenschildern gestellt. Pass auf, Fernsehen, Zuschauer. Wir machen einfach mal weiter. Also es kann ja nicht nur rein dekorativ sein. Es ist ja nicht nur rein dekorativ. Also es ist keine Schweizer Tunte durchgelaufen und hat gesagt, rot, gelb, grün, weiß. So, gut, also es muss ja einen Sinn haben. Ja, es hat einen Sinn. Ja, dann hat rot-weiß den Sinn von der Schweizer Flagge und der Rest hat einen Sinn vom Berner Wappen, vom Stadtwappen. Das sind alles Symbole. Rot. Für Tomatensoße. Sprachen. Ist die Schweiz nicht mehrsprachig und vielleicht Bern genau an der Grenze? Ja, stimmt, definitiv. Und dass man, also es gibt ja nicht nur Landessprachen, es gibt auch in Bern die bekannten Straßensprachen. Und dass man in den roten Straßen nur Italienisch redet für die Tomatensoße. Ein Hinweis. Aber es hat was mit es hat etwas mit Orientierung zu tun, dass sich bestimmte Menschen orientieren können. Ja. Es hat auch nichts mit Analphabetismus. Ah, wenn man nicht lesen kann, Ahornweg gehört zu den ersten fünf Buchstaben. Hat es was mit zu tun? Siehste. Hat was damit zu tun mit Menschen, die nicht lesen können? Mhm. Ah, siehste. Aber woher kommt das denn? Von wem stammt das wir reden denn? Von der Schweiz, Herr Balder. Na. Woher kommt das? Alte Ritterturniere? Im Zweifel. Wilhelm Tell? Nein. Ist das viertelsweise, also stadtviertelweise sortiert oder kann eine rote auch eine gelbe kreuzen und zwischendrin mal ein Stück blau sein? Es ist eher viertelweise. Vielleicht ist viertelweise heißt, ein ganzes Viertel ist eine rote
Schilder. Ja, zum Beispiel. Vielleicht ist das wirklich sowas so Bestandes oder sowas wie. Hat es was mit den Zünften mal wieder zu tun? So, mit den früher war das ja immer sortiert. Oder eben mit den Berner Bären, die können ja auch nicht lesen. Nicht lesen. Ich werde es euch sagen, ihr wisst es nicht. Ihr seid ganz, also ihr seid nicht weit weg, okay, ihr seid ja schon so weit gekommen, dass es was mit Analphabetismus zu tun hat. Das war gerade mal vor 30 Sekunden, Herr Balder. Jetzt müssen wir mal in der Richtung erstmal weiterdenken. Da kommt ihr nie drauf. Ach, da kommen wir doch nie drauf. Hat es denn was mit Schweizerdeutsch zu tun, weil das so wahnsinnig kompliziert ist? Nein, ich werde es euch sagen. Denn ihr wisst ja gar nicht, dass Napoleon in Bern war. Sonst hättet ihr es ja schon längst gesagt. Und darauf geht es zurück. Besetzung Berns durch die Truppen Napoleons, da es unter den Soldaten sehr viele Analphabeten gab, wurde die Stadt in 5 Quartiere eingeteilt. Quartiers. Die Straßenschilder eines jeden Quartiers bekamen eine eigene Farbe zugewiesen, sodass dieses Lesens unkundigen Soldaten immer wussten, in welchem Bereich der Stadt sie gerade waren. Und diese verschiedenen Schilder, die stehen heute noch da und bleiben auch. Ja. Das hat was mit Napoleon zu tun. Ja, und noch 2 Minuten, ich hätte Napoleon gerufen. Natürlich, Frau von Dern. Christian Nelf, 500 Euro für Sie, herzlichen Glückwunsch. Wolfgang Spellehen kommt aus Bergheim, ist aber heute hier. Wolfgang. Hier. Wo? Oh. Da. Wolfgang. Da ist er. Wolfgang, ich begrüße Sie recht herzlich. Hoffe, dass Sie die 500 Euro kriegen. Ich bin mal sehr gespannt. Also, Wolfgang Spellehen möchte Folgendes wissen. Wie macht die Zahnfußgarnele Krabben und kleine Fische völlig wehrlos? Nochmal zu mitschreiben. Wie macht die Zahnfußgarnele? Zahnfußgarnele. Krabben und kleine Fische völlig wehrlos. Also ich tippe mal, das hat mit dem Namen zu tun. Tippe ich auch. Tippe ich mit. Die Wette ich halt. Auch ich halte mal dagegen aus Spaß. Die Zahnfußgarnele. Die singt. Zähne an den die singt. Die singt ganz immer schreckliche Lieder. Nein. Zum Beispiel? Und, zum Beispiel Take Me Tonight. Und dann kann keiner mehr und dann ergeben die sich und dann sind die fertig mit dem. So. Sehr hübsch. Ja. Nein. Ja, Zahnfußgarnele könnte ja durchaus ein Hinweis darauf sein, dass sie Zähnchen an den Füßen hat. Oder die Füße. Die Zähne an den Füßen. Oder Füße an Zähnen. Oder die Füße sind die Also die Zahnfußgarnele hat auch noch einen anderen Namen, den ich euch aber nicht sagen werde. Weil sonst wüssten wir, was die für einen Trick hat. Eventuell. Prima. Oh Gott, ist das schwer. Da ist doch, die heißt Alexandergarnele. Genau. Deshalb will man das ja jetzt nicht sagen. Das doch gesehen. Also stellen wir uns mal vor, ich hätte Zähne an den Füßen. Ja, stell dir mal, du bist jetzt so eine Garnele. Und jetzt wäre so Mittagessen. Genau. Und ich würde also den Fuß in die Suppe tunken. Und die Suppe wäre völlig wehrlos. Wo ist das Problem? Helft mir noch mal bei Garnelen. Garnelen sind doch diese kleinen orangefarbenen Biester. Mit den Ohren. Die in der Mitte von unserem Tisch sitzen. Ja. Nee, aber da haben die so viele Fühlerchen nach vorne? Ja, haben die, ja. Die haben die doch, ne? Mhm. Lecker. Mhm. Und auf dem Teller macht man die auf. Also die andere, hat dann das, was als Krabbe so übrig bleibt. Die andere Bezeichnung für Zahnfußgarnele endet nicht mit dem Wort Garnele, sondern mit dem Wort Krebs. Das kann ich euch sagen. Aber mehr nicht. Taschenhülsenkrebs. Gibt es da nicht einen Alexander Krebs. Alexanderkrebs. Na ja, gut, ich lasse es ja noch. Jetzt müssen wir einfach mal. Taschenkrebs, Herr Balder? Nein, kein Taschenkrebs. Wollhandkrabbe? Krebs, endet dich wirklich auf Krebs? Also, Zahnfußgarnele. Wie macht die das? Okay, was macht die mit kleinen Fischen? Die Frage war, dass sie die wehrlos macht. Wehrlos. Die Frage war nicht, wie die jetzt verzehrt, sondern was die macht, damit die erstmal ohnmächtig da liegen und die dann lecker in Ruhe verzehren kann. Ja, die nimmt sich eine Keule und haut da einmal um drauf. Bitte? Vielleicht schreit die. Es gibt doch, wenn du Hummer ins Wasser schmeißt, hörst du sie schreien. Wen? Aua, wie fürchterlich. Ja, ich bin für Lasso-Krebs. Diese Garnele benutzt ihre. Lasso-Krebs? Benutzt ihre Antennen. Ja, und fängt die kleinen Biester ein, um sie dann lecker zu essen. Kein Lasso-Krebs, aber. ihr seid unbemerkt in eine Richtung vorgedrungen, wo ich jetzt sehr lachen muss. Der Kanonenkrebs. Auch nicht der Kanonenkrebs. Der Napoleonkrebs. Der nimmt, steckt die unter den Tunnel und weiß man nicht mehr. Ja, ja. Der Fesselkrebs. Nein. Der Seilkrebs. Der Netzkrebs. Der Scheitelkrebs. Der LKW-Krebs. Was ist denn noch? Der Finanzamtskrebs. Der macht die fertig durch Bilanzen. Nein. Der Brillenkrebs. Der nimmt die Brille ab, setzt die den Leuten auf und dann können die nichts mehr sehen, weil die haben ja eine ganz andere Sehstärke. Natürlich. Nein. Kann das denn wieder sowas sein, dass der was ausscheidet und das tut das mit den Tieren? Also, dass sie dann irgendwie benebelt werden oder sie werden ganz müde? Oder? Mhm. Nein.
Ah, das ist der Bierkrebs. Wäre eine gute Idee. Der Drogenkrebs. Der schenkt denen einen ein. Vielleicht ist es der Streichelkrebs. Und zwar, was die Hella eben sagte, dass diese Garnelen, die haben ja oben diese Dinger. Vielleicht geht so eine Garnele so hin und streichelt den Gegner. Weg, pfui. Und dann macht dieser Fisch so. Aber wir müssen dabei bleiben. Der Peitschenkrebs. Ja, der Dominakrebs. Der Degenkrebs. Der Dominakrebs. Der Dominakrebs, der immer sagt, ruf mich an. Und dann werden die. Und dann sind die völlig wehrlos. Und dann telefonieren die mit dem Handy unter Wasser. Das ist ja gar nicht gut. Auch wegen der Strahlung nicht. Überhaupt nicht. Aber Antenne ist schon richtig. Der Handykrebs. Antenne ist ganz falsch. Ach, nee, ist falsch. Ja, dann was macht der Krebs nochmal? Also bleiben wir aber bei der Zahnfußgarnele. Das klingt auch schön. Zahnfußgarnele. Tja, ihr Lieben. Also, Wolfgang, das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Der macht die wehrlos. Ja, das wissen wir jetzt. Und zwar? Und zwar? Mit Hilfe eines Werkzeuges. Mit welchem? Steine. Der nimmt so Steine mit seinen mit Steinen, mit Schlinggewächsen, mit Algen. Der hat ja keine echten Zähne an den Füßen. Mit dem Rüssel. Mit dem Rüssel? Das ist ein Elefant. Unter Wasser. Der nimmt an Muscheln, Also er nimmt, er macht sich ein Werkzeug, was er unter Wasser findet. Steinchen. Nein. Ach, nein. Ach, ich war auf dem ganz falschen Weg, Herr Balder. Kommen Sie mir nach Hause. Also Werkzeug benutzt er nicht. Das heißt, er macht irgendetwas mit seinem Körper, wo dann der ja. Gegner... Ja. Richtig. Wo dann der Gegner... Er macht sich nackig und dann fallen die alle vor Schreck. Cool. Der Exhibitionistenkrebs, Herr Balder. Ja, der Hummer entledigt sich ja seines Panzers zur Paarung. Ja. Nee. Echt? Also, wir sind so nah dran, Herr Balder. Ihr werdet es nicht wissen. Ich werde es euch sagen. Also, die Zahnfußgarnele erschreckt ihre Beutetiere durch einen lauten Knall, sodass diese in Ohnmacht fallen. Zahnfußgarnele, auch Pistolenkrebs genannt. Deswegen musste ich so lachen, als sie das mit dem Lasso sagt. Nee, und er hat vor allem eben auch gesagt, streicheln und dann fallen die schon. Wir waren sehr, sehr nah dran. Also, Kanonen. Der Witz an der Sache ist folgendermaßen. Die Zahnfußgarnele lässt ihre beiden Scherenhälften mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 Metern pro Sekunde zuschnappen. Dies führt zur Bildung einer Wasserdampfblase. Wenn diese Blase platzt, das Ganze dauert ungefähr nur 300 Mikrosekunden, entsteht ein lauter Knall. Dieser Knall erreicht bis zu 150 Dezibel. Das entspricht dem Krach, den ein startender Düsenjet verursacht. Und dieser Knall betäubt die Beutetiere. Die werden dann ohnmächtig. Und dann können die in aller Ruhe fressen. Man hält Pistolenkrebse in Aquarien mit Kunststoffwänden, da der Knall sogar Glasscheiben zum Zerspringen. Also war das mit Alexander schon der richtige Hinweis? War der richtige Weg. Wolfgang, ich gratuliere Ihnen 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr schöne Frage. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen Geld haben möchten, man kann ja immer ein bisschen was gebrauchen, dann können Sie uns einfach eine Frage zuschicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir kommen zu Bodo Sauerland, er wohnt in Wesel. Und Bodo möchte gerne wissen, warum steht beim American Football immer ein Mann mit gelben Handschuhen am Spielfeldrand? Wer soll ich das denn wissen? Ist das immer einer? Ja. Ah ja, gelben Handschuhen. Ja. Gummihandschuhe? Das weiß ich nicht, auf jeden Fall gelbe. Gibt es da Geschirr, das abgespielt werden muss? Ich war noch nicht beim American Football. Wie geht denn nochmal American Football? Das ist, glaube ich, ein Cheerleader, der sich in der Kostümkiste vergriffen hat. Der wollte diese Pompons haben und dann hat er diese Gummihandschuhe. Ja, American Football, da ist doch immer dieses Super Bowl-Endspiel und das ganze Winter. Das ist das, wo die Pille da durch die zwei Stäbe werfen müssen und die fallen alle übereinander her? Richtig. Genau. Und mit diesen großen Aufbauten auf dem Rücken. Mit diesen muskulösen Männern. Ah, Colonial Crocodiles. Ja, danke. Was ich früher auch jahrelang nicht. Ja, Sie waren der Ball, Herr Balder. Daher kam ja auch Balder. Natürlich. Also, der Mann mit den gelben Handschuhen, warum... Ja, was macht der? Was macht der dabei? Geht das auf ein Zeichen? Geht das Zeichen, vielleicht ja. Der gibt Zeichen. Oder es geht auf ein Geschirr. Was für Zeichen gibt der denn? Die haben doch Orgelspieler. Vielleicht ist das diese Orgelspieler. Warum hat der gelbe Handschuhe an? Ja, damit er die Tasten schont. Das Wertvollste beim Football sind die Tasten, Herr Balder. Ja, aber mit den Zeichen ist gut, Zeichen. Damit die sehen. Also der hat gelbe Handschuhe, damit die Zeichen deutlich zu sehen. Der sagt, wie viel Zeit noch ist. Wie viel Zeit noch ist. Richtig, ja. Der gibt die Zeit an. Welche Zeit? Wie viel noch wie viele Minuten zu spielen noch gespielt wird. Richtig. Nein.
Achso, über Nachspielzeit. Gibt's sowas? Nein. Gibt die Zeit an, die schon gespielt wurde? Nein. Gibt der Zeit an? Ja. Gibt es Strafminuten beim American Football? Natürlich. Also der gibt die Zeit an. Der gibt, Zeit an sich nicht so, wie ihr das jetzt gesagt habt. Also das eher nein. Ja, das eher sowas wie erläutertes Zeit macht hin. Oder die jetzt. Komm nach Hause, Zeit. Es gibt Essen. Es hat schon was mit der Zeit zu tun, aber nicht so, wie ihr meint. Aber das Gelbe ist grundsätzlich begründet in Nebel und dergleichen. So wie der Flutlichtball, dass man den gut sehen kann. Dass man den sehen kann, ja. Deswegen hat der gelbe Handschuhe an. Brechen die nicht immer die Zeit ab? Also es ist ein Teil des Schiedsrichtergespanns, der immer angibt, ob die Zeit läuft oder nicht. Also wenn er die Hände hebt, läuft die Zeit. Und wenn er so senkt, läuft sie nicht. Oder umgekehrt, das überlasse ich Ihrer Fantasie, Herr Ballner. Und vergessen Sie, ich mache es selber, wenn sie nicht läuft. Und es würde sonst zu lange dauern. Die brechen doch immer, da läuft doch die Zeit nur zu bestimmten Momenten oder sowas. Hat das was mit Michael Jackson zu tun? Der hat ja immer weiße Schuhe an und fasst sich damit in den Schritt. Vielleicht sind die gelb geworden. Also, nein. Ist denn vielleicht nur eine Ersatzuhr, wenn wirklich mal was Technisches ausfällt? Eine Ersatzuhr, eine lebendige Ersatzuhr. Ja. Der ruft dann immer, es ist jetzt 4:45 oder was? Walter, machen Sie mal nicht so eine Welle. Ich gebe mir auch Mühe hier. Aber lass uns doch mal über Football nachdenken. Das ist doch das, wo die sich auch immer zeichnen. Die rotten sich doch immer so zusammen, machen hinten die Zeichen, dann gehen sie in diese Aufstellung und dann... Genau. Das ist eher bei Baseball, ne? Die Zeichen. Das ist mit den Zeichen? Die geht auch bei Football. Wo der Vordere... Aber ist das nicht, wo sie so... Bei Football sprechen die, glaube ich, war jahrelang Ball. Ich spielen Strategie ab. Da sprechen die eher ab, was sie machen. Und bei Baseball ist ja dieses... Zeigen, woher. So, jetzt müssen wir klären, gehört der denn zu einer Mannschaft? Ist der wenn's Trainer nur einer oder sowas? Ist? Oder gehört der zum Schiedsrichter? Ja, wenn es nur einer ist, kann er ja zu keiner Mannschaft Schiedsrichter sein. Ja, irgendwas mit Schiedsrichter. Vielleicht gibt er einfach nur die Halbzeit an. Erste, zweite. Ich meine. Werbeunterbrechung wegen Fernsehen, das Werbung. Ah, das ist sehr gut. Werbung, noch zwei Werbung, nee, noch eine Minute. Wenn Werbung läuft, hebt er die Hände, damit die Leute wissen, sie müssen sich nicht bemühen. Ja. Umgekehrt. Wie viel Zeit lange noch bis zur Werbung? Also noch bis die Werbung zu Ende ist. Wie viele Spots gerade laufen? Es hat aber mit der Fernsehwerbung zu tun. Wie viele Minuten noch bis zur Werbung sind, zeigt er an. Nein. Wie viele aber wie lange die Werbung läuft? Er macht pantomimisch, was in der Werbung vorkommt. Binden, Autos, Fahrräder. Es ist ein arbeitsloser Pantomime, der die Werbung spielt. Es ist eine Charade während der Werbung. Er macht Binden, Autos, Fahrräder. Immer nur Werbung für Handschuhe. Denkt mal drüber nach. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Also zeigt er den konkrete Zeiten an? Also mir noch 10 Minuten Werbung? Nein. Also denkt doch mal nach. Wir sind in Amerika. Ja. Ja. Werbung beschreibt also alle 10 Minuten Zeitzonen. Ist da Werbung. Werbung. Das heißt, dieser Mann hebt die Hand alle 10 Minuten. Alle 9 Minuten. Viel häufiger? Noch häufiger? Alle 3 Minuten? Aber es ist 5. Jede Minute? Aber es ist doch so, dass die verschiedene Zeitzonen haben. Dasselbe Spiel wird doch in verschiedenen Zeitzonen gesehen. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Damit hat es nichts. Jetzt entfernt ihr euch. Also er gibt damit die Aber Zeit es hat was mit der Kommerzialisierung zu tun, mit der Fernsehübertragung. Und dieser Typ zeigt irgendwas an. Nur was ich mich jetzt frage, ist, wenn das Spiel normal weitergeht, kann er ja nicht sagen, Kinder, wir sind im Moment nicht auf Sendung, deswegen schießt kein Tor. Aber das Spiel wird unterbrochen für die Werbung, nehme ich mal an. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, das Spiel weiterzuführen und der Zuschauer kann gar nichts sehen. Das heißt, der muss den Spielern jetzt zeigen, Achtung, es dauert noch so und so lange, dann kann das Spiel wieder aufgenommen werden. Ja. Oder umgekehrt. Oder die müssen fertig werden. Die haben noch 5 Minuten für die Werbung. Das ist doch richtig. Ich lasse das mal so gerne. Ja! Ja. Also beim Profi-Football in Amerika richtet sich das Fernsehen nicht nach dem Spiel, sondern das Spiel nach dem Fernsehen. Und Werbung ist in jeder Unterbrechung, die passiert, das kann man natürlich jetzt nicht sagen, alle 3 Minuten, alle 2 Minuten, sondern in jeder Spielunterbrechung findet Werbung statt. Und wenn die jetzt mit der Unterbrechung fertig sind, dann können die nicht einfach weitermachen. Weil da gerade der teure Sport läuft. Dann warten die auf diesen Menschen. Und dann dauert die Unterbrechung noch. Und erst wenn der die Hände hebt und anzeigt, dass die Werbung vorbei ist, dürfen die weiterspielen. So sieht das aus. Da kommen wir auch noch hin, ihr Lieben. Da kommen wir auch noch hin.
Ja. Meine Handschuhe raus. Unglaublich. Bodo Sauerland, es tut mir leid, aber das muss ich so gelten lassen. Das war ja im Prinzip erraten. Muharrem Bülbül kommt, wie schon der Name sagt, aus München. Und Muharrem möchte gerne wissen, woher kommt die Redensart, die Gelegenheit beim Schopf packen? Die Gelegenheit beim Schopf packen. Woher kommt heißt, diese Redensart? Wenn einem eine Gelegenheit über den Weg läuft, soll man die direkt beim Schopf packen und nicht verstreichen lassen. Pferdehandel, so Viehhandel, da geht man also über den Rindermarkt und denkt, Mensch, das nehme ich mir noch eben mit. Die Kuh, die stecke ich aber ein. Aber man fasst ja so eine Kuh, man kann die ja schlecht mal eben, ne? Kommt wieso das Kuh denn nicht? An? Ja, Friseur, beim Friseur vielleicht? Aber ich bin vielleicht. Durchaus Toupet abreißen oder was? Die Gelegenheit beim Schopf fassen? Ich meine, bei dir zum Beispiel oder bei mir auch, wenn du eine Perücke aufhast, dann kann man die Gelegenheit beim Schopf fassen. Aber ich glaube, die Redensart ist schon ein bisschen älter. Ich glaub, da gab's älter noch als die beiden, das glaube ich. Aber älter als Toupets, denke ich gibt's mal. Wo gibt's denn noch Schöpfe? Sag mal, Schöpfe. Also Schopf ist ja prinzipiell das Haupt. Also ich bin auch irgendwie bei der Jagd oder beim Viehhandel oder bei irgendwas, wo viele vor dir herlaufen oder und du nimmst den erstbesten Kaninchen oder Stier oder irgendwas Fasan. Beim... Oder Guillotine. Naja. Du meinst, was hat Marie-Antoinette gesagt, als sie damals aufstand? Also er sagt ja, er hat sich ja verraten. Er hat ja gesagt, es ist älter, als es Perücken was gibt. Was waren das für alberne Gesten von Ihnen, Herr Ball? Der hat keine gelben Handschuhe an, sonst wissen wir, was er meint. Zeigen Sie uns gerade hier die Notausgänge oder was ist los? Warum sitzt der da so? Hieß das weiter zurück, Mittelalter oder was? Pass auf, weiter. Antike Sagenwelt. Samson und Delilah. Da ist doch so ein berühmtes Haarabschneiden, ne? Die hatten irgendwie Verkehr, dann sagt sie, ich mach die Frisur nicht, dann war die Manneskraft weg. Irgendwie sowas war ja, es ja, doch. Ja, ja. So ein früher Bohlen. Also und da war es doch irgendwie... Mit den beiden hat es nichts zu tun. Aber antike Sagen. Antike ist schon richtig. Lange Haare. Hab euch auch nicht antike. Geholfen jetzt. Der Raub der Sabinerin. Ach, vielleicht beim Raub der Sabinerin. Die sind da durch Sabinien geritten und haben halt immer die Beste so am Schopf gepackt und hinter sich hergerissen. Wie heißt denn Sabinien heute? Helgoland. Marierinnen. Wie? Helgoland. Schade, dass wir nicht im Mittelalter und bei den Rittern sind, weil dann wäre ich ja durchaus bei Rapunzel. Ja. Es gibt noch aber in der Bibel gibt's noch den mit den langen Haaren, der immer im Baum hängen bleibt. Aber da gibt es irgendwie so einen eitlen Fatzken. Ist das vielleicht aus der Bibel irgendwie sowas? Nein. Erstmal Nein. möchte ich wissen, warum Herr Balder eben fragte, warum wie Sabinien heute heißt. Das war einfach nur so. Das weil war wie ich, immer ein blöder so. Nee, ich habe gedacht, da kommt ein Lacher, kam ja auch einer. Also, es war einfach für die Sache. Ich dachte, das ist ein Hinweis. Nein, es war nur für die Sache. Ja, nur für die Sache. Antike Sagen, wir sind dran. Antike Sagen. Antike Geschichte, Sagenwelt. Gelegenheit beim Schopf verpassen. Was ist denn vielleicht, ich denke, da kriegt. Wie wäre es mit Gladiatoren im Zirkus, Löwen oder irgendwie so, oder zur Flucht? Drachen. Oder wenn man in dem Labyrinth in Kreta, wenn man da dem Faden entlang ging und das war so aus Haaren gemacht und dadurch kam man aus dem Labyrinth raus oder sowas? Der Faden spann sich da. Nein. Diese alten Griechen haben ja ohne Ende irgendwelche Köpfe abgehackt, wo da neue gewachsen sind, das Haupt der Medusa und sowas alles. Wir sind aber nicht wieder bei Odysseus mit dem alten Hammelsprung. Nein. Nee. Odysseus wäre sonst natürlich auch so bei den bei Sirenen. Zeus und seine 1000-Seiten-Sprünge, wo er sagt, ich muss mal die Gelegenheit am Schopf packen. Ja, Hera, ich komme später nach Hause, ist es auch nicht. Okay, ja, wir sind schon bei den alten Griechen, aber... Ach, das sollen wir aber nicht sein, sollen wir bei den Römern sein? Oder? Nee, schon okay, schon alles wunderbar. Nur wo denn da, in welcher Sparte sind wir denn da? In welcher Sparte? Finanzwesen. Finanzwesen. Nein. Götter, bei den Göttern. Denk mal an die ganzen Götter. Oh Gott. Nein, das ist noch Götter. Nicht. Doch, stimmt. Götter. Zeus war doch ein Gott. Aha, griechische Götter. Beim Schopf. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt Europa. Das voller Gott oder so ein halber Gott? Griechische Götter. Scheiße wäre ja, wenn Schopf nicht das Haupt ist, so wie wir es kennen, beim Schopfe. Vielleicht war Schopfe was ganz anderes. Für Wein. Ja. Oder die Hoden. Und wir sind bei Dionysos, oder? Der Schopfen. Die Hoden. Vielleicht hieß ja, die Hoden hießen früher Schopf oder sowas. Das hat doch wieder was mit Zeus. Da ja auch der Name Schopf kennt. Heißt das der Schmied? Vielleicht war Schopf ja was ganz anderes und nicht ein Kopf. Aber war ein Schopf ein Kopf? Schopf war ein Schopf. Europa, der Stier, da wäre man wieder beim Rindermarkt vielleicht. Europa war eine Frau, aber der Zeus war ein Stier und Europa... Leder, der Schwan. Ich werde es euch sagen, da ihr anscheinend diesen Gott nicht kennt.
Moment! Wir waren ja noch nicht bei allen Göttern da durch. Erzählen Sie mir nicht, dass das einen Gott mit dem Namen Schopf gibt. Nein. Hat das was mit Ares zu tun, mit dem Kriegsgott? Nein. Ein männlicher Gott. Mit, Hermes ist doch ein Geschäft. Poseidon. Poseidon, dann haben wir dann Mars. Also das ist ja schon wieder lateinisch. Ach komm, das ist blöd, wenn wir so rumstochern. Ich sage es euch. Es handelt sich um einen männlichen Gott. Ja, ja. Ich werde es euch sagen, ihr kennt ihn nicht. Es geht um den Gott des günstigen Augenblicks. Hätte einer werden können für euch. Wenn jetzt Schopfos kommt, dann gehe ich. Dieser Mann hieß Kairos. Kairos wird in der antiken griechischen Kunst als Mann mit kahlem Hinterkopf dargestellt, der vorne an der Stirn einen langen Haarschopf trägt. Und an diesem Schopf konnte man den Gott des günstigen Augenblicks also gut fassen, weil der vorne war. Daher kommt ja der Ausdruck. Guck mal, und jetzt hat Bernhard ein schönes Karnevalskostüm. Zum Beispiel. Muharrem Bülbül, 500 Euro für Sie. Gratulation. Erich Jonas kommt aus Wien und möchte wissen, eine Baggermatratze, was ist das? Ich sag nix, Herr Ball. Ich halte mich da jetzt raus. Ich eine Baggermatratze. Ich möchte direkt in den unanständigen Bereich gehen, meine Damen, das wird ja auch erwartet. Braunkohlebergbau. Und zwar, wenn diese riesigen Bagger transportiert werden, dann wird über Straßen mit einem Sandbett gelegt, damit der die Straßen nicht kaputt macht oder Schienen. Und das nennt man Baggermatratze. Kein Sandbett. Ein Kiesbett. Kein Kiesbett. Ein Gummi, Steinbett. Holz. Gummi, Holz. Ein Wasserbett. Holz. Holz. Ja. Ein Holzbett wird über die Straße gelegt, damit der Bagger darüber kommt. Über das Erdreich, so lasse ich das gerne. Hey! Also eine Baggermatratze kommt überall dort zum Einsatz, wo Bagger große Lasten auf schwierigem Untergrund bewegen müssen. Schade, und so, ich war durchaus in meinem Keller der 70er Jahre. Im Partykeller. Schade. Da lagen sowas von Baggermatratzen. Hast du auch ungenommen, die weiterhin so zu. Wir hätten es noch ein bisschen hinauszögern. Das hätte ich auch gerne gehört. Ja, ja. Wie das so abgelaufen wäre. Noch. Aber vielleicht haben wir noch mal so eine ähnliche Frage. Dann können Sie es erzählen. Ja, Erich Jonas aus Wien, es tut mir leid, aber das Streberlein hat wieder zugeschlagen. Wir kommen zu Manfred Stempel. Er wohnt in Landau und möchte wissen, was ist ein Inbesitznahmebruch? Ein Einbruch. Ja, und dann nimmt jemand den Besitz von jemand anderem. Also. Aus dem juristischen. Juristensprache, Inbesitznahmebruch. Ein Inbesitznahmebruch. Es ist aus der Juristensprache. Das ist richtig, ja. Also könnte man so sagen. Es kann ja auch eine Fraktur, ein Knochenbruch sein. Also, nee, es kann nicht nur sein, sondern es ist eventuell auch ein Knack. Nein. Durch den Bruch wird etwas in Besitz genommen. In Besitznahmebruch. Hat es was mit Autos zu tun? Also eben der Bruch von der Autoscheibe und man nimmt dann die Kamera, die im Auto liegt, in Besitz. Raus. Also man knackt das Auto nicht, um das Auto zu stehlen, aber man bricht die Scheiben auf, um etwas aus dem Auto zu klauen. Nee, das ist Einbruch. Schutzgeld. Ich spreche dir die Beine und dann gehört mir der Imbiss. Ist das Inbesitznahmebruch? Nein. Da gibt es ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Also bei uns in Berlin ist das ja Gang und Gäbe. Ne? Ja, Gang und Gäbe. Wir haben die Love Parade nicht mehr. Also aber Bruch hat etwas mit Brechen zu tun. Mit Einbruch. Oder mit Einbruch. Das kann oder mit Chaos. Es hat was mit Brechen zu tun, ja. Wie mit Brechen? Ah, mit Brechen. Ja. Inbesitznahmebruch. Aber nicht mit Bruch rechnen, Herr Balder. Nee, eher nicht. Du kriegst ein Drittel. Genau. Das ist gut. Ein Drittel, genau. Ein 15, 17. Atze. Inbesitznahmebruch. Also es wird doch, irgendwas wird doch aufgebrochen und dadurch geht das in den Besitz des Aufbrechers. Also ich sag mal nicht des Einbrechers, sondern des Aufbrechers. Über zum Beispiel eine verblombte Wohnungstür oder irgendjemand tauscht die Schlösser aus oder sowas. Man hat am Ende der Beziehung, man sagt, geh weg und dann macht man die Schlösser aus und dann kommt der wieder zurück und dann bricht er die Tür auf und dann sagt er, das ist doch meine alte Stereoanlage. Aus dem Bereich Zwischenmenschliches und Allzumenschliches? Nein. Oder okay. ist das wirklich, dass der in Gewahrsam genommen wird, in die Zelle eingeliefert wird für 2 Tage? Also er bricht nicht aus, Ausbruch, sondern in Besitznahmebruch. Das heißt, im Gefängnis muss er 2 Tage... Muss er brechen. Vielleicht auch zerbrechen, genau. Vielleicht... Was? Bruch, Einbruch. Vielleicht kommt das einfach...
also ich habe das bei Frau Saale schon mal gehört. Ich bin in Besitz des Namen Bruchs. Nein, ich hatte das ist wieder das mit den Tabletten, Bernhard. Ich hatte eine Frau Bruch. In Besitzname Bruch. Ja. In Besitz des Namens Bruch. Nein, das ist totaler Quatsch natürlich. Auch wenn Sie das schon wieder kurz glauben. Nein, ich glaube, vielleicht ist es ein Problem aus dem. Haben Sie Gicht? Was? Haben Sie Gicht? Nein, ich habe mir was gemerkt. Ach so. Aber wenn ich mir die Knoten, wenn ich mir die Knoten in den Hals mache, tut's weh. Ja. Die steht Ihnen aber gut. Und zwar, es kommt aus dem Kaufrecht, wo Geld übergeben wird und dafür wird ein Besitz übergeben. Und wenn ich im Moment der Besitzabgabe den Kauf unterbreche, dann ist das der Inbesitznahmebruch, weil der Kaufvertrag wäre. Wie wäre es denn mit einem Siegel, wenn man etwas, eine Urkunde aufmacht und dann bricht das Siegel und dann hat man. Na, jetzt haben wir es doch nicht. Was haben wir nicht? Ah, nee, ich hatte zum Glück nicht zu Ihnen hingeguckt, dann hätten Sie wieder einen Herzkasten. Ich muss auch gestehen, dass ich diese Juristereifachfragen so derartig wenn es eine medizinische Antwort wäre, dann würde ich mich ja gerne weiter an der Diskussion beteiligen. Da kann ich mir einen Leistenbruch vorstellen oder eine schöne Fraktur am Unterarm, Elle, Speiche, Beckenbruch wegen mir. Das würde schön knacken. Das wäre auch was für die Zuschauer daheim, da wäre was los in der Bude. Ich hab ja nicht gesagt, dass es aus der Juristerei kommt. Ich habe ja nur gesagt, es hat was damit zu tun. Aber es kommt aus einer ganz anderen Ecke. Austern. Ja, bitte? Austernzucht. Austernzucht. Ja, ich knacke die Auster, nehme die Perle in meinen Besitz. Welche Perle? Die in der Auster natürlich vorne ist, Herr Mahler. Haben Sie schon mal eine gefunden? Haben Sie, ich bin ja gar nicht kriminell veranlagt, Herr Walter. Das hat doch nichts mit kriminell zu tun, aber was ich hier meine. Perlentaucherei ist richtig. Bitte mir? Perlentaucherei im weitesten. Inbesitznahmebruch. Inbesitznahmebruch. Siegelbrechen, das finde ich gar nicht so dumm. Es wird doch manchmal der Kuckuck drauf. Ah, eben. Max Bruch, der berühmte Komponist, der hat sich nicht alles selber einfallen lassen. Und darum nennt man ihn auch heute noch in Komponistenkreisen den Inbesitznahmebruch. Hat sich aber lange jetzt in Bohlen umbenannt, oder was? Was? Oh. In Bohlen? Was machen wir jetzt? In Besitznahme. Ja, also ich fühle mich relativ uninspiriert, ich bin ehrlich. Ja, das werde ich euch sagen. Ja, sehr. Und Manfred Stempel wird 500 Euro kriegen. Ja, also, es kommt aus der Jägersprache. Also. Ah, nein! Ich werde es euch erklären. Wild ist juristisch gesehen in lebendem Zustand herrenlos, wenn es lebt. Sobald es aber von einem Jäger erlegt wurde, geht es in dessen Besitz über. Um dies zu dokumentieren, legt der Jäger einen abgebrochenen Zweig, einen Bruch, auf die Beute. So. Diese Sitte rührt aus der Zeit, als die Jäger das erlegte Wild erstmal liegen lassen mussten, ehe es abtransportiert werden konnte. Und jeder andere Jäger konnte so sehen, dass dieses Tier schon jemandem gehörte. Heute ist es natürlich anders, heute ist der Transporter direkt da an der Abschussstelle geparkt. Ja, aber die kommen immer noch mit diesen Tannenzweigen im Maul zu Hause heute an. Heute immer noch und so. Mit diesen gebrochenen Augen. Ja, auch noch. Ich auch bin traumatisiert für mein Leben. Es ist heute noch so. Mein Vater war Jäger. Ja. Der war Jäger. Dann hätten sie es doch wissen müssen. Ja, hätten sie es doch wissen müssen. Ich habe den hier noch nicht totgeschossen und die Zweige da reingelegt. Manfred Stempel aus Landau. 500 Euro für Sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich fand das alles sehr schön heute. Es war sehr interessant. Ihr habt eines gewusst, eines habt ihr nicht gewusst. Das ist auch sehr schön so. Zuschauer haben viel Geld bekommen. Bedanke mich ganz herzlich bei euch. Das war genial daneben. Söhnlein Brillant, Medium Dry. Der fruchtig-frische Jahrgangssekt. Brillant. In der Tat. Söhnlein Brillant. Mein großer